Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin jetzt im zweiten Semester, beziehungsweise ich komme jetzt ins zweite Semester. Was im Umkehrschluss bedeutet, ich habe jetzt ein Semester lang Jura studiert und ich habe mir überlegt, nach dem ersten Semester gebe ich euch so ein kleines Review, wie ich das finde. Und hear me out, ich weiß, im ersten Semester habe ich nicht 12 Semester studiert, ich habe kein Staatsexamen geschrieben, ich habe kein Referendariat gemacht und kann euch im Zuge dessen nicht ein komplett ausführliches Review geben, für wen sich das besonders gut eignet, für wen nicht. Aber zwei Punkte an der Stelle, egal welches YouTube-Video ihr euch anschaut, das sollte nicht eure finale Entscheidung dessen sein, ob ihr jetzt einen bestimmten Studiengang studiert oder nicht studiert. Das Ganze soll einfach nur so ein bisschen als Hilfe dienen und ich glaube besonders als Ersti, oder weil ich Ersti war, bietet sich die Möglichkeit, ein sehr ehrliches Review zu geben, besonders auch, wenn man jetzt überlegt, anzufangen, ist man ja dann auch Ersti und dann hat man ja auch dieselben Hürden, Probleme oder Erfahrungen, die ich ja vielleicht auch gesammelt habe. Und deswegen fangen wir direkt an. Und zwar würde ich sagen, wir fangen an mit dem ersten Mythos, wo ich ganz oft danach gefragt wurde von Leuten, die jetzt kein Jura studieren, ob das wirklich so ein richtig gemeiner Studiengang ist, wo man in die Bibliothek geht und Dateien gelöscht werden, Hausarbeiten gelöscht werden, Bücher versteckt werden. Und ich sag's mal so, ich habe noch keine Hausarbeit geschrieben, also ich fange erst nächste Woche damit an und war aber jetzt schon ein paar Mal in der Bibliothek, habe aber jetzt dort nicht Bücher genommen, sondern habe meine eigenen Sachen dort gelernt und es ist mir, Gott sei Dank, auf Holz klopfen, noch nie widerfahren, dass irgendwer asozial zu mir war, irgendwas Blödes gesagt hat, irgendwas rausgerissen hat, irgendwas gestohlen hat oder so. Also mir persönlich ist das noch nicht passiert und ich hoffe auch nicht, dass das passiert. Gleichzeitig muss man fairerweise sagen, dass alle immer alles mitnehmen. Also wenn man auf Toilette geht oder so, kein Laptop bleibt irgendwie ungeschützt da, was ein bisschen schade ist. Und ich habe auch von meinem Tutoratsleiter eine Story gehört, was sich eben an unserer Uni ereignet hat. Ich glaube, letztes Semester oder so, ich weiß es nicht genau, wo wirklich was richtig Schlimmes mit Bezug auf Seminararbeit, glaube ich, war das sogar passiert ist. Und was man aber auch dazu sagen muss, an unserer Uni hat er auch gemeint, dass sowas eher nicht so der Fall ist. Vielleicht sind wir eher kooperativ im Hinblick auf andere Unis. Wir sind natürlich jetzt auch nicht die größte Uni oder die größte Jurafakultät Deutschlands. Aber Gott sei Dank ist das mir nicht widerfahren. Und ich habe jetzt auch noch nie die krassesten Stories gehört, von wegen irgendwas wird rausgerissen. Also wenn ihr das irgendwie gehört habt, dann lasst das gerne mich in den Kommentaren wissen, einfach, dass ich weiß, worauf ich achten soll. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, wenn man in dieses Studium reingeht, hört man diese Geschichten und dann, wenn einer mal was Blödes macht, dann subsumiert man das komplett falsch und denkt, okay, mein kompletter Studiengang ist blöd. Also ich will jetzt ja auch nicht das loben und preisen, keine Ahnung, besonders in der ersten Woche sind mir auch wirklich komische Sachen bezüglich Kommentaren passiert oder auch jetzt, wo wir die Semesterfeier hatten. Also manche Kommentare müssen halt einfach nicht sein. Manchmal, was mir sehr, sehr häufig passiert ist, in Bezug besonders auf Mädchen, dass an einem Tag sind die super nett zu dir und an einem anderen Tag tun sie so, als ob sie keine Ahnung haben, wer sie sind, weil sie eine neue Gruppe gefunden haben. Also dass ich irgendwie ein bisschen aussortiert wurde, das ist mir aufgefallen, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt nur am Studium liegt, am Studiengang liegt, sondern dass das einfach, keine Ahnung, manche Leute haben ihre Probleme und müssen das an anderen auslassen, ne? Macht das auf keinen Fall, weil das ist wirklich nicht nett. Deswegen passt einfach auf eure Sachen auf, würde ich sagen, verschließt euch aber nicht von Anfang an, aber wenn ihr merkt, irgendwer ist richtig seltsam drauf, dann leave. Also, was sehr, sehr gut ist, man ist so unter so vielen Leuten, man kann sich immer irgendwen klammern. Geht auf Leute zu, verschließt euch deswegen nicht. Also was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist, dass ihr jetzt schon mit dieser Einstellung rangeht. Alle sind asozial, alle gucken nur auf ihre Noten. Ich bin auch von manchen Leuten echt positiv überrascht. Deswegen versucht einfach nett zu sein. Auf keinen Fall müsst ihr das jetzt aber übertreiben, wenn irgendwer wirklich asozial zu euch ist und wirklich gemein ist. Da würde ich mich auch an die Fachschaft oder so oder ins Dekanat, wenn es wirklich sowas wie Löschen geht, wenden.
ja, da bin ich einfach mal gespannt auf euren Erfahrungsbericht. Zweite Frage, die mir ganz häufig gestellt wird, ist, ob es wirklich so ist, dass man, sobald man Jura studiert, kein persönliches Leben mehr hat. Und hier möchte ich von Anfang an klarstellen, es kommt wirklich darauf an, in welchem Semester ihr seid und wie ihr selber für euch eine gute Lernstrategie herausgearbeitet habt. Ich möchte den Mythos hier aufdecken, aber gleichzeitig euch sagen, es ist kein einfacher Studiengang. Das liegt einfach daran, und das muss euch bewusst werden, dass man so viel Stoff hat. Das ist einfach wirklich viel Stoff. Das ist aber auch legitim. Ich meine, im Endeffekt entscheiden wir teilweise über das Leben vieler Menschen, ob die jetzt zum Beispiel ins Gefängnis kommen oder eben nicht. Und da ist es wichtig und richtig, dass wir so viel lernen müssen. Automatisch ist es aber auch so, dass wir kaum Prüfungen haben. Wir haben zwar Probeklausuren, zu denen ich euch auf jeden Fall empfehle, hinzugehen. Das ist scheißegal, ob ihr da durchfallt oder eine schlechte Note habt oder eine gute Note habt. Geht da hin, weil diese Fehler, die ihr da macht, macht ihr dann in der gescheiten Klausur nicht mehr. Und man hat aber wenig bis gar keine richtige Klausuren. Also ich hatte jetzt im ersten Semester eine einzige Klausur in einem Grundlagenschein, den man machen muss. Und mehr Klausuren hatte ich nicht. Und dann ist es halt so, dass ich in BGB erst nächstes Jahr, also 3 Semester, eine komplette Klausur schreibe. Und das ist halt das, was richtig kickt. Es ist halt sau viel in wenig Zeit, was man sich aneignen muss. Deswegen, hear me out, es ist machbar. Es ist anspruchsvoll, aber es ist machbar. Ihr dürft nicht vergessen, so viele Leute haben diesen Studiengang geschafft, die jetzt, keine Ahnung, nicht so viel wissen, wie sie vielleicht denken, dass sie wissen. Das ist genauso wie im Abi. Also nur weil jemand sagt, oh, Jura ist so schwer, Jura ist so prestigehaftig, das ist vielleicht so. Aber man kann das wirklich schaffen, indem man erstens eine gute Nacharbeitungsroutine hat und zweitens sich klar macht, dass sobald man anfängt, sich einzureden, das ist voll scheiße, es ist richtig schwer, es ist nicht machbar, dann funktioniert es eh nicht. Weil dann hat man nämlich seinen kompletten Sachverhalt, zum Beispiel ein Strafrecht, und denkt sich, boah, kacke, gar keinen Bock drauf. Und dann verzerrt man sich eh alles. Also, arbeitet einfach schön in der Woche immer nach. Versucht jetzt nicht am Ende des Semesters alles nachzuarbeiten, sondern wirklich immer kontinuierlich. Und das Wissen kommt allmählich. Am Anfang, ihr blickt gar nichts. Man versteht wirklich nichts. Man macht andauernd dieselben Fehler. Aber das kommt mit der Zeit. Und deswegen müsst ihr euch aber auch ransetzen und das immer wieder wiederholen. Sprich, Übungsklausuren, Übungsfälle lösen und euch nicht fertig machen, wenn es einmal wirklich nicht gut lief. Weil das ist, also Jura ist halt ein komplett anderer Lernprozess als Abitur oder vielleicht auch andere Studiengänge, weil wir Gutachten schreiben, was in anderen Studiengängen eben nicht der Fall ist. Und das dauert Zeit, das ist vielleicht auch anstrengend, aber wenn man sich da jetzt wirklich hinsetzt, diszipliniert ist, dann kriegt man das auch hin und das kann man auch lernen. Dazu wird mir auch häufig die Frage gestellt, ob ich schon weiß, was ich arbeiten möchte. Und ich habe zu Beginn des Studiums grob eine Ahnung gehabt, dann hat sich das nochmal komplett geändert, als wir in einer Gerichtsverhandlung saßen, als ich mich mehr mit Medien auseinandergesetzt habe, und ich kann euch so viel gesagt haben, ihr könnt eigentlich alles machen, außer zum Beispiel Arzt werden, weiß ich nicht, ihr könnt aber auch Gerichtsmedizin machen, man kann wirklich gefühlt alles mit Jura machen. Es gibt nicht nur Anwalt und Richter oder Sachverständiger, keine Ahnung, ihr könnt so viel machen und da sind so viele Möglichkeiten gegeben. Deswegen ist das, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Mythos, dass man von Anfang an in dieses Studium reingeht und sich denkt, ich werde jetzt Anwalt. Auf keinen Fall. Besonders auch, wenn eure Eltern irgendwie Anwälte sind oder so, müsst ihr das nicht machen. Macht einfach das, was ihr wollt, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Deswegen, man muss nicht von Anfang an wissen, was man machen möchte. Das kann sich auch im 7. Semester nochmal komplett ändern. Also das ist vollkommen normal und vollkommen legitim, weil je mehr man studiert, desto mehr Möglichkeiten und Themengebiete lernt man kennen und entdeckt vielleicht neue Stärken von sich. Jetzt möchte ich über so ein paar Basics sprechen, die mir gerade so eingefallen sind. Und zwar müsst ihr euch einfach vor Augen halten, dass es Jura wirklich einfach nur um Gutachten geht. Also wenn ihr eher jemand seid, der sich nicht gerne mit Texten auseinandersetzt oder der nicht gerne viel schreibt, nicht gerne viel liest, dann ist das vielleicht schwierig. Und ihr müsst euch auch vor Augen halten, dass das sehr viel mit logischem Denken zu tun hat. Das haben wir alle vielleicht ein bisschen unterschätzt. Also man muss nichts rechnen, außer dem BAK-Wert oder so. Aber man muss wirklich logisch denken und hinterfragen. Aber das lernt man auch. Also keine Sorge, wenn ihr am Anfang denkt, das ist ja jetzt irgendwie nur noch Mathe. Auf Deutsch, kein Stress, das kriegt ihr alle hin. Ihr müsst einfach wirklich nur diese Fälle lösen. Es ist sehr gut, wenn ihr in eurer Nachbereitungsroutine euch die Theorien anschaut, auf jeden Fall müsst ihr die können, oder euch den Hintergrund zu irgendwas anzuschauen. Aber im Endeffekt lernt ihr nur, wenn ihr Fälle löst.
Klar, es ist hilfreich, die Schemata zu lernen, aber wenn ihr die Schemata stur lernt und dann erst in der Klausur anwendet, merkt ihr diese Probleme vielleicht gar nicht, die sich vielleicht ergeben hätten, wenn ihr das mal davor gelöst hättet. Und was ich jetzt am Ende gemacht habe, ich habe das Semester so zusammengefasst, dass ich quasi mir alle Schemata aufgeschrieben habe und dann zu jedem Punkt mir die Probleme aufgeschrieben habe, die es gibt und dann die verschiedenen Meinungen. Und habt auch keine Scheu, euren eigenen Standpunkt zu vertreten. Also ihr dürft auf keinen Fall schreiben, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr zum Beispiel, ihr habt drei Meinungen und findet die eine Meinung komplett super und ihr wollt die vertreten, habt aber Angst, dass es dem Korrektor nicht so gefällt. Das ist ganz gut bei Jura, auch wenn man quasi den falschen Weg einschlägt, aber ganz plausibel argumentiert, hat man vielleicht nicht die beste Klausur, aber man hat sie auf jeden Fall bestanden. Das bedeutet, macht euch jetzt nicht verrückt, wenn ihr jetzt nicht komplett alles wisst und vielleicht einen falschen Weg einschlägt. So oder so, wenn ihr argumentiert und wenn ihr wirklich gut argumentiert, kommt ihr im Endeffekt gut raus. Und das ist vielleicht auch ein bisschen dankbarer, als wenn man wirklich stur einen Rechenweg lösen muss, wo es eine Lösung gibt. Weil dass es diese eine perfekte Lösung gibt, die gibt es in Jura nicht. Ein Prof mag die eine Meinung mehr, der andere Prof die andere Meinung mehr. Und ihr müsst von Anfang an lernen, diese Meinungen auf euch zu projizieren, damit ihr gescheit argumentieren könnt und nicht da stur euch denkt, was würde mein Korrektor denken, weil dann wirkt das Ganze ziemlich fake und dann ist das Ganze auch ziemlich schlecht. Also argumentieren ja, versuchen zu argumentieren, als ob es perfekt wäre, eher nicht. Besonders nicht im ersten Semester, ihr seid noch keine Staatsexamener, natürlich wisst ihr das noch nicht perfekt. Kommen wir zum Thema Noten. Ich glaube, ihr kennt alle diese Jura-Tabelle, wo euch dargestellt wird, wie seltsam die Noten sind. Das ist super weird. Aber was ich, glaube ich, auch jetzt zu Beginn gelernt habe, diese Noten können wirklich random sein. Ihr könnt super gut das Thema beherrschen. Da kommt ein Themengebiet, was ihr nicht versteht. Und dann habt ihr zum Beispiel einen kompletten Sachverhalt nicht geprüft. Und dann ist man schon ganz, ganz, ganz schlecht dran. Lernt aus diesen Fehlern, nehmt euch diese Noten nicht so zu Herzen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen verstrickt und alt, das ganze Denken. Also wenn ihr eine schlechte Note habt, brecht auf keinen Fall euer Studium ab, weil ihr denkt, kacke, ich hatte jetzt nur 7 Punkte, also nur 7 Punkte, das ist sau gut. Gleichzeitig, wenn ihr mal 16 Punkte geschrieben habt, denkt euch nicht so, ich bin jetzt Goddess. Das kann sich alles drehen und wenden, wie es will. Im Endeffekt kommt es meiner Meinung nach darauf an, da habe ich auch einen Artikel darüber gelesen, dass es im Studium nicht wie in der Schule, jetzt lasst mich ausreden, nur darauf ankommt, gute Noten zu schreiben, weil in der Schule hatte ich das Gefühl, es geht wirklich nur darum, gute Noten zu schreiben. Es ist scheißegal, ob du da jetzt irgendwie Geschichtswissen oder so hattest, weil es im Endeffekt quasi nur notwendig ist für deinen Abischnitt, dass du studieren kannst. Natürlich ist das scheiße so, aber es ist halt vielleicht einfach so. Und dann im Studium ist es aber so, klar, die Noten, die bringen euch weiter, damit ihr vielleicht einen guten Job bekommt. Bei Jura ist es nochmal ein bisschen anders, weil man auch mit 4 Punkten im Staatsexamen einen Job kriegt, weil einfach die Notentabelle so seltsam ist. Aber gleichzeitig geht es im Studium meiner Meinung nach eben nicht darum, dass ihr nur auf diese Noten hinarbeitet, um gute Noten zu haben, sondern es geht darum, euch so viel Wissen wie möglich und nötig anzueignen und Spaß in diesem Themengebiet zu haben. Das meinte mein BGB-Prof auch, solange es euch Spaß macht, dann seid ihr eigentlich auf dem richtigen Weg. Egal wie schwer oder wie komisch die Noten vielleicht zu Beginn sind, solange es euch Spaß macht und euch wirklich vorstellen könnt, Leuten damit zu helfen, Rechtsberatungen zu betreiben oder was auch immer, euer Wissen einfach anzueignen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Unterschied zur Schule, den man sich aber auch bewusst machen muss, dass das Studium eben nicht dazu da ist, dass ihr 1,0 habt, sondern dass ihr das irgendwann mal arbeitet und dann irgendwann, wenn ihr vielleicht arbeitet, habt ihr viel mehr Ahnung als jemand, der vielleicht durchgehend gute Noten hatte. Das ist vielleicht ein bisschen niederschmetternd während dem Studium oder während des Studiums, aber haltet euch einfach immer vor Augen, dass die Noten gar nichts über euer Selbstwertgefühl aussagen und dazu mache ich, glaube ich, auch nochmal ein Video. Und zum Thema Noten kommt auch das Thema Vergleichen hinzu. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, weil das keine Verbindung hat. Also jemand, der, weiß nicht, 14 Punkte hat und ihr habt 4 Punkte, das steht nicht in Verbindung, das ist keine Wechselwirkung. Das macht eure Klausur weder schlechter noch besser. Und jeder hatte mal eine gute Klausur, jemand hatte mal eine schlechte Klausur. Und besonders im Studium merke ich, jemand, der eine gute Note hat, weiß automatisch nicht mehr als jemand, der eine schlechte Note hat. Das checkt man erst, wenn man im Studium drin ist. Aber wie gesagt, verschließt euch nicht. Mir hilft das sehr, sehr, wenn ich mich mit Leuten austausche, besonders jetzt in der Hausarbeit. Schreibt die Hausarbeit alleine. Wenn ihr jetzt die Hausarbeit schreibt und jetzt hier anfangt mit Leuten zu schreiben, nein, 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 die schreibt ihr getrennt. Aber austauschen und sich über die Probleme austauschen, die man hat, das ist sehr hilfreich, weil manchmal zweifelt man auch so ein bisschen am Studium. Ist es das Richtige für mich? Vielleicht nicht.
ich habe mich jetzt abgefunden mit diesem Gedanken, es gibt dieses eine Traumstudium. Wie gesagt, ich habe hier zwischen Lehramt und Jura entschieden und was bei Jura einfach super ist, ich kann meinen Abschluss haben und in 20.000 Gebiete gehen und irgendwann Professor werden oder irgendwann Lehrer werden, wenn ich mich dann umschulen lasse. Als Lehrer kann ich halt nur Lehrer werden, wenn ich das direkt auf Lehramt mache. Deswegen, wenn ihr halt in Jura Zweifel habt, keinen Job zu finden, erkundigt euch da ein bisschen. Ihr müsst auch nicht den ganzen Tag Gutachten schreiben in eurem Job, wenn ihr zum Beispiel was komplett anderes macht mit Medien oder so. Ich glaube, das muss man sich bewusst werden. Wenn die Zweifel aber da sind und ihr wirklich merkt, das juckt euch gar nicht, dann lasst es. Dann brecht das ab. Das hat keinen Sinn. Das hat nichts mit Schwäche zu tun oder sonst irgendwas. Ich habe eher Respekt vor den Leuten, die weit sind und wirklich merken, Digga, keine Ahnung, das bringt mir nichts. Ich habe vielleicht meinen Abschluss, vielleicht mache ich meinen Abschluss noch fertig, aber mach's dann nicht weiter. Es bringt euch nichts, 50 Jahre dann diesen Beruf zu arbeiten und ihr habt gar keinen Bock. Aber lasst mich euch gesagt haben, mit Jura hat man wirklich sehr, sehr viele Chancen und Möglichkeiten, die sich einem ergeben können. Sonst ist mir noch aufgefallen, dass das Studium sehr teuer sein kann, wenn man Sekundarliteratur braucht. Klar, man kann sich die gekauft, gebraucht kaufen oder in der Bibliothek ausleihen. Aber zu Beginn weiß man das vielleicht noch nicht so ganz. Und ja, das war's, glaube ich, auch schon mit diesem Video. Mir fallen gerade keine weiteren Punkte ein, die ich mit euch teilen wollte. Falls ihr aber jetzt irgendwelche Fragen habt noch, könnt ihr mir die sehr gerne in den Kommentaren da lassen. Und ich hoffe, euch vielleicht mit diesem Video ein bisschen geholfen zu haben. Ihr müsst natürlich im Kopf behalten, das ist alles meine subjektive Wahrnehmung. Mir macht das soweit sehr viel Spaß und habe das jetzt aus dem ersten Semester mitgenommen. Behaltet auch im Hinterkopf, es ist euer Studium. Euer Studium sollte nicht komplett euer Leben sein. Das heißt, nehmt euch Freizeit, gönnt euch diese Freizeit, ihr verdient diese Freizeit. Wenn ihr mal was nicht hinbekommt an einem Tag, ist das vollkommen in Ordnung. Denn Jura sollte auch nicht eure Gesundheit kaputt machen. Kein Studiengang sollte eure Gesundheit kaputt machen. Und lasst euch einfach gesagt haben, helft euch gegenseitig, seid freundlich, seid offen, wissbegierig für neue Sachen und habt Selbstvertrauen. Also das, was ich jetzt sehr gelernt habe, war wirklich Selbstvertrauen, Self-Confidence und mal an sich selber glauben, dass man alles schafft, auch wenn man nicht die ganze Zeit die besten durchgehend Noten hat. Ich glaube, das ist so das Fazit, was ich aus dem ersten Semester mitnehme. Solange ich merke, ich verstehe es wirklich und ich komme ganz gut durch mit den Klausuren, was jetzt keine Prädikatsklausuren die ganze Zeit sein müssen, und solange es mir wirklich Spaß macht und ich es mich wirklich glücklich macht, dann wird das das Richtige sein und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Lasst mir gerne eure Fragen, wie gesagt, da, wenn ihr welche habt. Und dann habe ich euch ganz lieb. Tschüss!